Peter Rosecker, als ich die Christtagsfreude holen ging. In meinen 12. Lebensjahr wird es gewesen sein, als am Frühmorgen des heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte. Ich solle aufwachen und zur Besinnung kommen. Er habe mir etwas zu sagen. Die Augen waren bald offen, aber die Besinnung? Als ich unter der Mithilfe der Mutter angezogen war und bei der Frühsuppe saß, verlor sich die Schlaftrunkenheit allmählich. Und nun sprach mein Vater: Peter, jetzt hör, was ich dir sage. Da, nimm einen leeren Sack, denn du wirst was heimtragen. Da, nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee. Und da, nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege sind vereist. Du musst nach Langenwang. Den Holzhändler Spreizegger zu Langenwang, den kennst du. Der ist mir noch immer das Geld schuldig. 2 Gulden und 36 Kreuzer für den Lärchenbaum. Ich lass ihn bittend rum. Schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Geld gehst du nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufst 2 Massel Semmelmehl und 2 Pfund Rindschmalz und um 2 Groschen Salz. Und das tragst heim. Jetzt war aber auch meine Mutter zugegen, ebenfalls schon angekleidet, während meine 6 jüngeren Geschwister noch ringsum an der Wand in ihrem Bettchen schliefen. Die Mutter, die redete drein wie folgt: Mit Mehl und Schmalz und Salz alleine kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauche dazu noch Germ, Hefe um 1 Groschen, Weinbirnen um 5 Kreuzer, Zucker um 5 Groschen, Safran um 2 Groschen und Neugewürz um 2 Kreuzer. Etliche Semmel werden auch müssen sein. So kaufst es, setzte der Vater ruhig bei. Und wenn dir das Geld zu wenig wird, so bittest du den Herrn Doppelreiter, er möchte die Sachen derweil borgen. Und zu Ostern, wenn die Kohlenreitung, Verrechnung für Holzkohle ist, wollte ich schon fleißig zahlen. Eine Semmel kannst du unterwegs selber essen, weil du vor Abend nicht heimkommst. Und jetzt kannst gehen, es wird schon 5 Uhr. Und dass du noch die 8 Messe erlangst zu Langenwang. Das war alles gut und recht. Den Sack band mir mein Vater um die Mitte. Den Stecken nahm ich in die rechte Hand. Die Laterne mit der frischen Unschlittkerze in die linke. Und so ging ich davon, wie ich zu jener Zeit in Wintertagen oft davon gegangen war. Der durch wenige Fußgänger ausgetretene Pfad war holperig in tiefen Schnee. Und es ist nicht immer leicht, nach dem Fußstapfen unserer Vorderen zu wandeln, wenn diese zu lange Beine gehabt haben. Noch nicht 300 Schritt war ich gegangen, so lag ich im Schnee. Und die Laterne hingeschleudert war ausgelöscht. Ich suchte mich langsam zusammen. Und dann schaute ich die wunderschöne Nacht an. Anfangs war sie ganz grausam finster. Allmählich hob der Schnee an, weiß zu werden, und die Bäume schwarz. Und in der Höhe war helles Sternengefunkel. In den Schneefallen kam auch ohne Laterne. So stellte ich sie seithin unter einem Strauch. Und ohne Licht ging's nun besser als vorhin. In die Talschlucht kam ich hinab. Das Wasser des Friesenbaches war eingedeckt mit glattem Eis, auf welchen, als ich über den Steg ging, die Sterne des Himmels gleichsam Schlittschuh liefen. Später war ein Berg zu übersteigen. Auf dem Pass, genannt der Höhlkugel, stieß ich zur wegsamen Bezirksstraße, die durch Wald und Wald hinabführt in das Mürztal. In diesem lag ein weites Meer von Nebel, in welches ich sachte hineinkam, und die feuchte Luft fing an, einen Geruch zu haben. Sie roch nach Steinkohlen. Und die Luft fing an, fernen Lärm an mein Ohr zu tragen. Denn im Tal hämmerten die Eisenwerke, rollte manchmal ein Eisenbahnzug über dröhnende Brücken. Nach langer Wanderung ins Tal gekommen zur Landstraße, klingelte Schlittengeschelle. Der Nebel ward grau und lichter, so dass sich die Fuhrwerke und Wandesleute, die für die Feiertage nach ihren Heimstätten reisten, schon auf kleine Strecken weit sehen konnte. Nachdem ich eine Stunde lang im Tal fortgegangen war, tauchte links auf der Straße im Nebel ein dunkler Fleck auf. Rechts auch einer,
links mehrere, rechts eine ganze Reihe. Das Dorf Langenwang. Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche zu. Denn der heilige Abend ist voller Vorahnung und Gottesweihe. Bevor noch die Messe anfing, schritt der hagere, gebückte Schulmeister durch die Kirche, musterte die Andächtigen, als ob er jemanden suche. Endlich trat er an mich heran und fragte leise, ob ich ihm nicht die Orgel melken wolle, es sei der Messnebub krank. Voll Stolz und Freude, also zum Dienste des Herrn gewürdigt zu sein, ging ich mit ihm auf den Chor, um bei der heiligen Messe den Blasenbalg der Orgel zu ziehen. Während ich die zwei langen Lederriemen abwechselnd aus den Kasten zog, in welche jede derselben allemal wieder langsam hineinkroch, orgelte der Schulmeister und seine Tochter sang: Wolken regnet ihn herab, also rief in bangen Nächten, einst die Welt ein weites Grab, in von Gott verhassten Gründen herrschten Satan, Tod und Sünden. Fest verschlossen war das Tor zu den Himmelreich empor. Ferner erinnere ich mich an jenen Morgen nach dem Gottesdienst in der dämmerlichen Kirche vor ein Heiligenbild gekniet zu sein und gebetet zu haben um Glück und Segen zur Erfüllung meiner bevorstehenden Aufgabe. Das Bild stellte die 14 Nothelfer dar. Einer wird doch schon dabei sein, der zur Eintreibung von Schulden behilflich ist. Es schien mir aber, als schiebe während meines Gebetes auf dem Bilde einer sich sachte hinter dem anderen zurück. Trotzdem ging ich guten Mutes hinaus in den nebeligen Tag, wo alles emsig war in der Vorbereitung zum Fest, und ging dem Hause des Holzhändlers Spreizegger zu. Als ich daran war, zur vorderen Tür hinanzugehen, wollte der alte Spreizegger, soviel ich mich später reimte, durch die hintere Tür entwischen. Es wäre ihm gelungen, wenn mir nicht im Augenblick geschwankt hätte: Peter, geh nicht zur vorderen Tür ins Haus wie ein Herr. Sei demütig, geh zur hinteren Tür hinein, wie es den Waldbauernbub geziemt. Und knapp an der hinteren Tür trafen wir uns. »Ah, Bübel, du willst dich wärmen gehen«, sagte er mit geschmeidiger Stimme und deutete ins Haus. »Na, geh dich nur wärmen, ist kalt heut«, und wollte davon. »Mir ist nicht kalt«, antwortete ich, »aber mein Vater lässt den Spreizegger schön grüßen und bitten ums Geld.« »Ums Geld? Wieso?«, fragte er. »Ja, richtig, du bist der Waldbauernbub. Bist früh aufgestanden heute, wenn du schon den weiten Weg kommst. Rast nur ab. Und ich lass deinem Vater auch schön grüßen und glückliche Feiertage wünschen. Ich komm ohnehin, Ehezeit, einmal zu euch hinauf. Nachher wollen wir schon gleich werden.« Fast verschlug es mir die Rede, stand doch unser ganzes Weihnachtsmahl in Gefahr vor solchem Bescheid. »Bitt wohl von Herzen schön ums Geld. Muss Mehl kaufen und Schmalz und Salz, und ich darf nicht heimkommen mit leeren Sack.« Er schaute mich starr an. »Du kannst es«, brummte er, zerrte mit zäher Gebärde seine große rote Brieftasche hervor, zupfte in den Papieren, die wahrscheinlich nicht pure Banknoten waren, zog einen Gulden heraus und sagte: »Na, so, nimm derweil das. In 14 Tagen wird dein Vater den Rest schon kriegen. Heute habe ich nicht mehr.« Den Gulden schob er mir in die Hand, ging davon und ließ mich stehen. Ich blieb aber nicht stehen, sondern ging zum Kaufmann Doppelreiter. Dort begehrte ich ruhig und gemessen, als ob nichts gewesen wäre, 2 Massel Semmelmehl, 2 Pfund Rindschmalz und 2 Groschen Salz, um 1 Groschen Germ, um 5 Kreuzer Weinbeeren, um 5 Groschen Zucker, um 2 Groschen Safran und um 2 Kreuze Neugewürz. Der Herr Doppelreiter bediente mich selbst und machte mir alles hübsch zurecht in Päckchen und Tütchen, die er dann mit Spagat zusammen in ein einziges Paket band und so an den Mehlsack hängte, dass ich das Ding über der Achsel tragen konnte,
vorn ein Bündel und hinten ein Bündel. Als das geschehen war, fragte ich mit einer nicht minder tückischen Ruhe als vorhin, was das alles zusammen ausmache. »Das macht 3 Gulden 15 Kreuzer«, antwortete er mit Kreide und Mund. »Ja, schon recht«, hierauf ich, »das ist derweil ein Gulden, und das andere wird mein Vater, der Waldbauer in Alpel, zu Ostern zahlen«, schaute mich der bedauernswerte Mann und fragte höchst ungleich, »zu Ostern? In welchem Jahr?« »Na, nächste Ostern, wenn die Kohlreitung ist.« Nun mischte sich die Frau Doppelreiterin, die andere Kundenbediente, drein und sagte, »lass ihm's nur. Mann, der Waldbauer hat schon öfters auf Burg genommen und nachher allemal ordentlich bezahlt. Lass ihm's nur.« »Ich lass ihm's ja, werd's ihm nicht wieder wegnehmen«, antwortete der Doppelreiter. Das war doch ein bequemer Kaufmann. Jetzt fiel mir noch auch die Semmel ein, welche meine Mutter noch bestellt hatte. »Kann man da nicht auch 5 Semmel haben?«, fragte ich. »Semmel kriegt man beim Bäcker«, sagte der Kaufmann. Das wusste ich nun gleichwohl, nur hatte ich mein Lebtag nichts davon gehört, dass man ein paar Semmel auf Burg nimmt. Daher vertraute ich der Kaufmännin, die sofort als Gönnerin zu betrachten war, meine vollständige Zahlungsunfähigkeit an. Sie gab mir 2 bare Groschen für Semmeln, und als sie nun noch beobachtete, wie meine Augen mit den reiffeuchten Wimpern fast unlösbar an den gedörrten Zwetschgen hingen, die sie einer alten Frau in den Korb tat, reichte sie mir auch noch eine Handvoll dieser köstlichen Sache zu. »Unterwegs zum Naschen!« Nicht lange hernach, und ich trabte mit meinen Gütern reich und schwer bepackt durch die breite Dorfgasse dahin. Überall in den Häusern wurde gemetzget, gebacken, gebraten, gekältet. Ich beneidete die Leute nicht. Ich bedauerte sie vielmehr, dass sie nicht ich waren, der so mit großen Segen beladen gen Alpel zog. Das wird morgen ein Christtag werden, denn die Mutter kann's, wenn sie die Sachen hat. Ein Schwein ist ja auch geschlachtet worden daheim. Das gibt's Fleischbrühe mit Semmelbrocken, Speckfleck, Würste, Nierenlümpel, Knödelfleisch mit Krähen, dann erst die Krapfen, Zuckernudel, das Schmalzkuch mit Weinbeeren und Safran. Die Herrenleute da in Langenwang haben sowas alle Tag. Das ist nichts. Aber wir haben es im Jahr einmal und kommen mit unverdorbenen Magen dazu. Das ist was. Und doch dachte ich auf diesem belasteten Freudemarsch weniger noch ans Essen als an das liebe Christkind und sein hochheiliges Fest. Am Abend, wenn ich nach Hause komme, werde ich aus der Bibel davon vorlesen. Die Mutter und die Magd Mirzel werden Weihnachtslieder singen. Dann, wenn es 10 Uhr wird, werden wir uns aufmachen nach St. Kathrein und in der Kirche die feierliche Christmette begehen, bei Glock, Musik und unzähligen Lichtern. Und am Seitenaltar ist das Krippel aufgerichtet mit Ochs und Esel und den Hirten. Und auf dem Berg die Stadt Bethlehem und darüber die Engel singend, Ehre sei Gott in der Höhe. Diese Gedanken trugen mich anfangs wie Flügel. Doch als ich eine Weile die schlittenglatte Landstraße dahingegangen war, unter den Füßen knirschenden Schnee, musste ich mein Doppelbündel schon einmal wechseln, von einer Achsel auf die andere. In der Nähe des Wirtshauses zum Springzaun kam mir etwas Fischbeiniges entgegen. Ein leichtes Schlittlein mit 4 feurigen, hoch aufgefederten Rappen bespannt. Auf dem Bock ein Kutscher mit glänzenden Knöpfen und einem Buttenhut. Der Kaiser? Nein, der Herr Wachtler vom Schlosse Hohenwang saß in Schlitten, über und über in Pelze gehüllt und eine Zigarre schmauchend. Ich blieb stehen, schaute dem blitzschnell vorüberrutschenden Zeug eine Weile nach und dachte, etwas krumm ist es doch eingerichtet auf dieser Welt. Da sitzt ein starker Mann drin und lässt sich hinziehen mit so viel überschüssiger Kraft. Und ich vermag mein Bündel kaum zu schleppen. Mittlerweile war es Mittagszeit geworden. Durch den Nebel war die milchweiße Scheibe der Sonne zu sehen.
Sie war nicht hoch am Himmel hinaufgestiegen, denn um 4 Uhr wollte sie ja wieder unten sein, zur langen Christnacht. Ich fühlte in den Beinen manchmal so ein heißes Prickeln, das bis in die Brust hinaufstieg. Es zitterte mir die Glieder. Nicht weit von der Stelle, wo der Weg nach Alpel abzweigt, stand ein Kreuz mit dem lebensgroßen Bilde des Heilands. Es stand, wie es heute noch steht, an seinem Fuß Johannes und Magdalena. Das Ganze mit einem Bretterverschlag verwahrt, so dass es wie eine Kapelle war. Vor dem Kreuz auf die Bank, die für kniende Beter bestimmt ist, setzte ich mich nieder, um Mittag zu halten. Eine Semmel, die gehörte mir. Meine Neigung zu ihr war so groß, dass ich sie am liebsten in wenigen Bissen verschluckt hätte. Allein das schnelle Schlucken ist nicht gesund. Das wusste ich von anderen Leuten. Und das langsame Essen macht einen längeren Genuss. Das wusste ich schon von mir selber. Also beschloss ich, die Semmel recht gemählich und bedächtig zu genießen und dazwischen manchmal eine gedörrte Zwetschge zu naschen. Es war eine köstliche Mahlzeit. Wenn ich heute etwas recht Gutes haben will, das kostet außerordentliche Anstrengungen aller Art. Ach, wenn man nie und nie einen Mangel zu leiden hat, wie wird man da arm? Und wie war ich so reich damals, als ich arm war? Als ich nach der Mahlzeit mein Doppelbündel wieder auflud, war es ein Spaß mit ihm. Flink ging es voran. Als ich später in die Bergwälder hinaufkam und der graue Nebel dicht in den schneebeschwerten Bäumen hing, dachte ich an den Grabler Hansl. Das war ein Kohlenführer, der täglich von Alpel seine Fuhre ins Mürztal lieferte. Wenn er auch heute gefahren wäre und wenn er jetzt heimwärts mit den leeren Schlitten des Weges käme und mir das Bündel auflüde und am Ende gar mich selber, dass es so heiß sein kann im Winter, mitten im Schnee und Eisschollen schwitzen. Doch morgen wird alle Mühsal vergessen sein. Derlei Gedanken und Vorstellungen verkürzte mir unterwegs die Zeit. Auf einmal roch ich starken Tabakrauch. Knapp hinter mir ging ganz leise auftretend der grüne Kilian. Der Kilian war früher einige Zeit lang Forstgehilfe in den gewerkschaftlichen Wäldern gewesen. Jetzt war es nicht mehr, wohnte mit seiner Familie in einer Hütte drüben in der Fischwache-Gegend. Man wusste nicht recht, was er trieb. Nun ging er nach Hause. Er hatte einen Korb auf dem Rücken, an dem er nicht schwer zu tragen schien. Sein Gewand war noch ein jägermäßiges, aber hübsch abgetragen. Und sein schwarzer Vollbart ließ nicht viel sehen von seinem etwas fahlen Gesicht. Als ich ihn bemerkt hatte, nahm er die Pfeife aus dem Mund, lachte laut und sagte, »Wo schiebst denn hin, Bub?« »Heim zu«, meine Antwort. »Was schleppst denn?« »Sachen für den Christtag.« »Gute Sachen. Der 1000 Sapperment, wem gehörst denn zu?« »Dem Waldbauer.« »Zum Waldbauer willst gar hinauf. Da musst gut anrauchen.« »Tu's schon«, sagte ich und tauchte an. »Nach einem solchen Marsch wirst gut schlafen bei der Nacht«, versetzte der Kilian, mit mir gleichen Schritt haltend. »Heute wird nicht geschlafen bei der Nacht. Heute ist Christnacht.« »Was willst denn sonst tun, als schlafen bei der Nacht?« »Nach Katrain in die Metten gehen.« »Nach Katrain«, fragte er, »den weiten Weg?« »Um 10 Uhr abends gehen wir von Haus fort. Um 3 Uhr früh sind wir wieder daheim.« Der Kilian biss in sein Pfeifenrohr und sagte, »Na, hörst du, da gehört viel Christentum dazu. Bei Tag ums Mürztal und bei der Nacht in den Metten nach Katrain. So viel Christentum habe ich nicht. Aber da sage ich dir doch, wenn du dein Bündel in meinen Buckelkorb tun willst, dass ich es dir eine Zeit lang trage und du dich ausrasten kannst, so hast ganz recht. Warum sollte alter Esel nicht auch einmal tragen?« Damit war ich einverstanden. Und während mein Bündel in seinen Korb sank, dachte ich, der grüne Kilian ist halt doch ein besserer Mensch, als man sagt. Dann rückten wir wieder an. Ich huschte frei und leicht neben ihm her. »Ja, ja, die Weihnachten«, sagte der Kilian fauchend. »Da geht's halt drunter drüber.
Da reden sich die Leute in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grunde ist der Christtag wie jeder andere Tag nicht einen Knopf anders. Der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag. Unsere einer hat jeden Tag Karfreitag. Der Karfreitag ist auch schön, war meine Meinung. Ja, wer genug Fisch und Butter und Eier und Kuchen und Krapfen hat zum Fasten, lachte der Kilian. Mir kam sein Reden etwas heidentümlich vor. Doch was er noch weiteres sagte, das verstand ich nicht mehr, denn er hatte angefangen, sehr heftig zu gehen, und ich konnte nicht recht nachkommen. Ich rutschte auf den glitschigen Schnee mit jedem Schritt ein Stück zurück. Der Kilian hatte Fußeisen angeschnallt, hatte lange Beine, war nicht abgemattet. Da ging's freilich voran. »Herr Kilian!« rief ich. Er hörte es nicht. Der Abstand zwischen uns wurde immer größer. Bei Wegbiegungen entschwand er manchmal ganz aus den Augen, um nachher wieder in größerer Entfernung, halb schon von Nebeldämmerung verhüllt, aufzutauchen. Jetzt wurde mir bang um mein Bündel. Kamen wir doch schon den Hüllkugeln nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg nach Alpel und der Weg nach Fischbach sich gabeln. Ich hub an zu laufen. Im Angesicht der Gefahr war alle Müdigkeit dahin. Ich lief wie ein Hündlein und kam ihm näher. Was wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn eingeholt hätte, wenn ihm der Wille fehlte, die Sachen herzugeben und mir die Kraft, sie zu nehmen? Das kann ein schönes Ende werden mit diesem Tage, denn die Sachen lasse ich nicht im Stich und sollte ich ihm nachlaufen müssen bis hinter den Fischbacher Wald zu seiner Hütte. Als wir denn beide so merkwürdig schnell vorwärts kamen, holten wir ein Schlittengespann ein, das vor uns mit zwei grauen Ochsen und einem schwarzen Kohlenführer langsam des Weges schlief. Der Grablehansel! Mein grüner Kilian wollte schon an den Gespann vorüberhuschen. Da schrie von hinten her aus Leibeskräften: »Hansel, Hansel, sei so gut, leg meine Christsachen auf den Schlitten. Der Kilian hat sie im Korb und er soll sie dir geben.« Mein Geschrei muss wohl sehr angstvoll gewesen sein, denn der Hansel sprang sofort von seinem Schlitten und nahm eine tatbereite Haltung ein. Und wie der Kilian merkte, ich hätte hier einen Bundesgenossen, riss er sich den Kopf und Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Knirschte noch etwas von dummen Bären und Undankbarkeit. Dann war er auch schon davon. Der Hansel rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich draufsetzen dürfe. Das bat ich nicht zu tun. So tat es auch nicht. Wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den Schlitten und ich hielt auf den Schuss sorgfältig mit beiden Händen die Sachen für den Christtag. So kamen wir endlich nach Alpel. Als wir zum ersten Friesenbrücke gekommen waren, sagte der Hansel zu den Ochsen: »Oha!« und zu mir: »So!« Die Ochsen verstanden und blieben stehen. Ich verstand nicht und blieb sitzen. Aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansel musste links in den Graben hinein und ich rechts den Berg hinauf. »Dank's dir Gott, Hansel!« »Ist schon gut, Peterl.« Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinanstieg gegen mein Vaterhaus, begann es zu dämmen und zu schneien. Und zuletzt war ich doch daheim. »Hast alles?« fragte die Mutter am Kochherd mir entgegen. »Alles! Brav bist und hungrig wirst auch sein!« Beides ließ sich gelten. Sogleich zog die Mutter mir die klingenhart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Metengang. Dann setzte ich mich in die warme Stube zum Essen. Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich wohl ausgeschlafen in meinem warmen Bett. Und zum kleinen Fenster herein schien die Morgensonne des Christtages.